Straße, Marco Di Renzo, vor der Rothausbar und tanzen im Kenzo. Als Auto voller Tank, jetzt machen wir Tempo. Wird nicht weniger als die Welt und meine Schlampen im Benzo. Draussen fliegen Flaschensteine, kommen wie dein Vater rein. Meistens mach ich nichts und jonglieren mit dem Butterfly. Mama macht's wie früher. Mein Bro ist 7 Jahre gekocht für den Tag für seinen Brüder. Shirt weißer als Gebiss, shit liest sich wie's Gedicht. Jeder Homie gibt einen Fick, was ein Politiker verspricht. Fick nach Ruhe, Kids stechen aus Spass zu. Verteilen Arschtritt, elegant in den Lackschuhen. Bin auf der Überholspur im italienischen Sportwagen. Stande Verdacht, aber wird nicht mehr vorgeladen. Spiel nicht für 100 Stutz, muss meine Band verpflegen. Gangster leben, Bro, ich lebe vom Trend entgegen. Playboy vom Bosporus, Range Rover, Kokosnuss, Seezunge, Oktopus. Playboy vom Bosporus, Range Rover, Kokosnuss, Seezunge, Oktopus. Deine Homies tun mir leid, man, sie brauchen das Wunder. Meine Frauen sind exotisch und trauben Burgunder. Ich rappe meine Gang und probiere nicht auf Held machen. Lang kalt, ich steak's in der Pilzjacke. Killen ist die Ursprungstaktik, wer bist du? Dein ganze Konstrukt ist gewackelig. Sag kein Henny Backstage und du hörst von meinem Anwalt. Mein Sohn rappt besser als ihr und er ist gerade mal 6 Jahre alt. Ich stand vor der Hose, Elefanten oder Flows. Nimm die ganze Hut mit und gib mir Kanten an den Shows. Es braucht keine Erklärung, ich bin draussen auf Bewährung. Trinke allein eine Flasche Booze, aber schauen auf die Ernährung. Sag mir OG, hab gar nicht will viel älter werden. Kommen von dem Ort, wo gemessen wirst an den Pferdestärken. Und sie schreiben in Zeitlupe, haben ein Meeting in Gambi, weiss wie um Miesmuscheln. Playboy vom Bosporus, Range Rover, Kokosnuss, Seezunge, Oktopus. Playboy vom Bosporus, Range Rover, Kokosnuss, Seezunge, Oktopus. Malandrines, así dice ella. Mira, no, ningún santo puede ayudar a quienes se dedican a delinquir, a narcotraficantes, a ladrones o cosas así. Y dice que lo que pasa es que ellos dicen que el que tiene el garrote de lado distinto a la imagen original es el patrono de los malandrines. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Fíjate que también las imágenes causan derechos. Y por lo tanto, a unas personas se les ocurrió hacer estampas para no tener que pagar derechos, ¿qué crees? Invirtiendo la imagen. Eso de que tenga el garrote de un lado o de otro no tiene nada que ver con que sea patrono de buenos o patrono de malos. Judas Tadeo no es Judas Iscariote y Judas Tadeo no es quien protege a los malandrines, como tú dices.